Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3. Neue Woche, neues Glück, ja, beziehungsweise Glück brauchen wir nicht, Spaß wollen wir haben und das werden wir definitiv in dem Spiel noch eine Weile haben. Ja, vorweg mal auch angesprochen, ja, weil ja die Forza Let's Plays hier auf dem Kanal für mich persönlich zusammengehören, ja, Motorsport sowie Horizon, wurde auch schon einige Male geschrieben, wann kommt endlich wieder Motorsport? Schließlich haben wir dort ja noch die normale Karriere, die Porsche-Karriere plus NASCAR nochmals extra Let's Play. Ja, da wird es auch wieder weitergehen. Keine Sorge, aktuell ist halt noch so ein bisschen der Horizon-Hype da und den, ja, der geht wahrscheinlich auch nicht so schnell weg. Aber ich werde natürlich versuchen, da ein bisschen auch die anderen natürlich wieder mit reinzukriegen. Ich will ja Motorsport da nicht so ganz außen vor lassen, zumal ich persönlich ja eher der Motorsport-Mensch bin. Auch wenn aktuell natürlich ich auch mehr Spaß habe in Horizon. Aber wer weiß, im Jahr vielleicht habe ich wieder mehr Bock auf Motorsport. Gut, im Jahr kommt auch Motorsport 7 wahrscheinlich raus. Dann ist es, glaube ich, logisch. Aber egal, ich laber schon wieder Stuss. Wir haben heute auf jeden Fall einen Twiff-Wunsch. Und zwar einen sehr coolen Twiff-Wunsch. Und zwar haben sich ganz, ganz viele Leute gewünscht, diesen in 92er Alfa Romeo 155 Q4 als DTM-Wagen umzubauen, beziehungsweise nach dem Vorbild des DTM-Wagen, denn der 155 wurde von 92 bis, glaube ich, einschließlich 96 in der DTM-ITC gefahren und ja, ist ein cooles Fahrzeug und es gibt hier, wie auch schon bereits in Motorsport, dazu habe ich es aber nie gemacht, ein Bodykit, also das DTM-Bodykit und das werden wir heute einfach mal ein bisschen aufbauen. Und ich weiß leider die Leistungsdaten überhaupt nicht, aber ich weiß nicht, vielleicht kann man hier das sogar direkt machen. Ah ja, hier kann man, glaube ich, direkt sagen, okay, hier, ich möchte das DTM-Ding haben, schätze ich mal, oder? Das wird so sein. Da steht, mit dieser Freundschaft erhält ihr Alfa Romeo ein Rennen. Aufhängung verliert überflüssiges Gewicht, bekommt eine hochentwickelte aerodynamische Karosserie und steigert eine Leistung um fast 500 PS. Ja, okay, dann wird es das sein. Ja, dann sparen wir uns heute ein bisschen Zeit. Dennoch würde ich ganz gerne, ja, das ist trotzdem mal reingucken, was wir denn selber machen könnten, ob es da noch mehr gibt. Tatsächlich. Es gibt nämlich einmal noch so hier so sportmäßig und eben das halt so DTM. Das ist auch einstellbar, das wollte ich nämlich wissen, ja, dass die Rennteile auch wirklich einstellbar sind. Das ist natürlich geil. Ja, jo, cool, das ist auch sehr cool. Ja, so würde ich es mir echt mal wünschen, einfach mal viel mehr Einstellmöglichkeiten. Hier haben wir auch einmal Rennflügel, nochmal zwei verschiedene Arten von Rennflügel. Das ist auch cool, dass es mehrere Versionen gibt. Und vor allem der hier ist natürlich absolut der sexieste. Ja. Auch cool. Also quasi einmal so, das eine ist mehr so Tourenwagen, ja, so ein bisschen so kleine Klasse sozusagen. Und das ist halt hier so richtig hau drauf in die Fresse Rennklasse. Ja. So kann man das ungefähr sehen. Und dann haben wir hier noch die Seitenschwelle, alles klar. Ja, sehr cool. Ja, ich würde ganz gern das Fahrzeug nach dem Vorbild des 96er Fahrzeugs machen, was von dem von Larini gefahren wurde, das Martini-Design, was sie dann in der ITC gefahren sind. Und ich gucke mal, ob wir das finden. Ja, wäre schon cool. Ich, ja, such mal. SpongeBob wäre natürlich auch absolut genau das, was wir auch haben wollen. Ne? Nee, ich guck mal, aber ja, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Aber 79 ist nicht so ganz die richtige Nummer. Ja, es war nämlich die Nummer 5, glaube ich, wenn es das von Larini sein soll. Ja, das sieht schon besser aus, aber das mit den Sponsoren passt hier nicht so ganz. Ich würde sagen, wir suchen einfach mal nach Martini. Martini oder Larini oder beides. Suchen wir erstmal nach Martini. Und da finden wir auch erstmal was, so wie es aussieht. Ja, ja, okay, da haben wir das wieder. Ja, das ist... Das ja, ist nicht so falsch, aber jo. Ja, die Nummer ist schon mal gut, die war nämlich wirklich so geschnörkelt. Irgendwie hauen die mich nicht so richtig um. Nein, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Auch wenn das jetzt nicht so ganz nach dem Original ist. Ja, das ist auch jetzt hier Nanini, ja, und nicht Larini. Alle mit ihren Namen. Aber das ist, glaube ich, mit dem Bodykit ist das, glaube ich, richtig gut. Weil das sieht schon sehr, sehr, sehr detailliert aus. Ja, gucken wir gerade mal. Ah, das ist hier auch nicht so ganz korrekt. To
Wir gehen aber mal weiter kurz. Ah, 69, ja, 69 ist halt auch nicht schlecht. Ah, das passt nicht. Das ist auch nicht so ganz korrekto. Ah, das ist schon. Irgendeiner wird doch hier jetzt das Design richtig geil umgesetzt haben, aber irgendwie. Nee, ich glaube, wir nehmen echt das eine. Das, hier sieht man zwar das Bodykit noch nicht. Dann. Aber ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem. Das. Nee, das war's nicht. Das da war's. Kann mir aber vorstellen, dass das, wenn man dann das Bodykit draufhaut, dass es das richtig gut aussieht. Wir nehmen es einfach mal. Wir laden es einfach mal runter. Es ist nicht genau das, was ich wollte. Aber ist ja nicht so wild. So. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann übernehmen wir das einfach mal. Was die uns vorschlagen, können ja dann noch so ein bisschen ein paar Sachen anpassen. Aber wir können ja auf dem mal aufbauen. Also das heißt, wir nehmen jetzt mal das, was die uns hier sagen. Zack. Ah, guck mal, das sieht schon richtig geil aus, wenn das Bodykit dran ist. Oh, sexy! Felgen passen halt nicht. Ja, die haben nämlich andere Felgen und so. Das Michelin ist ein bisschen verzogen hier, aber das kriegt man halt leider dann nicht besser hin. Aber doch, das ist schon sehr gut umgesetzt. Das finde ich sehr stark, das übernehmen war. Ja, wir specken ein bisschen ab, kriegen auch die Leistung entsprechend. Also schlecht ist das nicht. Also ich denke mal, es war ja verlangt auch von den Leuten, die es gewünscht haben. Sehr, sehr viel. Ich glaube, zwei, also es haben 18 Leute, habe ich hier gerade auf der Liste stehen. Zwei nur haben Maximalaufbau gewünscht und der Rest, also 16 Leute von diesen 18, haben alle Performance gewünscht und davon ganz, ganz, ganz viele. Bitte, ja, wieder V6 Ti, hier DTM-Niveau, DTM, 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 DTM. Ja, und deswegen ist das, glaube ich, schon der richtige Weg, was wir hier gemacht haben, wenn wir das dann so machen. Was haben die denn gemacht? Die haben den Serienmotor gelassen, ja, das passt ja dann auch. Wie viel Liter haben die jetzt gemacht? Das würde mich mal interessieren, ob sie da jetzt gepfuscht haben oder ob sie da was gut gemacht haben. 2,5 Liter, doch, das passt. Also die Spitzenversion hatte 2,5 Liter. Das ist eigentlich dann sogar korrekt, ja, was wir da umgebaut haben. Turbo ist auch mit drin. Also ich glaube, leistungstechnisch ist es auf jeden Fall okay, was sie da gemacht haben. Da würde ich jetzt gar nicht so viel dran rumschrauben wollen. Was wir aber machen, ist auf jeden Fall Felgen. Und da steht eigentlich auch schon dran, was wir machen müssen, nämlich OZ-Felgen. Und die haben auch damals OZ-Felgen verwendet. Lustig finde ich auch, dass. So, ja, die sind groß, ja, das passt. Die Serienfelgen sind, ja, passt gut. Wir können auch die Serienfelgen nehmen, die können wir auch größer machen, wissen wir jetzt mittlerweile. Ich rede ganz schnell, als kann mich keiner verstehen. So, nee, die haben auch OZ-Felgen gehabt. Allerdings halt in einer Rennvariante. Die werden wir hier jetzt natürlich nicht haben. Aber wir können die hier nehmen. Wir haben aber mehrere. Also wir haben die einmal, die OZs. Wir haben aber noch mehrere OZs. Das sind nicht die einzigen, die wir haben, meine ich. Gerade mal schnell durchgehen. Ich weiß auch gar nie, wie die sortiert sind. Nach Alphabet ist das ja nicht, oder? Da ist nochmal OZ. Die sind halt, ja, mit Ding, aber das passt nicht. Sind die einzigen hier? Jetzt ohne Scheiß haben wir so wenig. Aber hier sind dann auch nochmal, oder? Was geht denn? Ne, aber hier sind es nicht OZ-Felgen, sondern Momo sind hier, ja. Die, genau, hier waren die Momos. Die Momos! Die sind so. Piep! Ja, nee, also wir nehmen auf jeden Fall die hier. Die sehen auch am ähnlichsten zu denen aus, die sie damals verwendet haben. Ganz, ganz mehrspeichig. Das ist ein bisschen schwerer. Was soll's? So, gucken wir mal größentechnisch. Könnte man noch auf 18 gehen. 18 Zoll. Aber ich glaube, das ist ein bisschen too much. Nee, also das passt schon mit 17. Nee, nee, das passt schon. Das lassen wir so. Ja, gehen wir zurück. So, was haben sie denn gemacht? Also ich hoffe mal, die haben Rennmischung ist drauf. Breite sind die breitesten hier hinten, vorne und hinten. Jawohl, passt. Ja, das passt doch schon ganz gut, so wie sie das aufgebaut haben. Da kann ich nicht mal meckern. Haben die überhaupt irgendwas nicht reingebaut? Ja, also einfach Vollaufbau. Ja. Ich wundere mich, was sie alles drin haben und was nicht. Jetzt gucken wir hier mal noch. Das ist drin. Das muss so sein. Nein. Naja, ist drin. Ich kontrolliere nur, ja. Es ist Rollkäfig, klar. Muss ja, wenn man hier Rennwagen ist, auch Leichtbau ist drin. Ja, ein Motor. Aber ein Motor kann ich mir nicht vorstellen, dass alles drin ist, oder? Oder haben sie tatsächlich hier Vollaufbau gemacht? Da kommt man so genau auf diese. Ah, nee, da ist was. Ha!
Da können wir nochmal hier, dass wir genau auf 900 kommen. Aber das gucken wir erstmal durch, was hier noch alles. Nockenwelle, Ventil, Hubraum haben wir schon geguckt, aber ich bin einfach zu hippelig und drücke trotzdem überall drauf. Da haben wir, das lassen wir aus. Das haben sie, das haben sie. Ja gut, dann machen wir das eine, was sie nämlich nicht haben. Das wäre dann Vollaufbau. Wir machen es aber dann so. Also werden hier die wo maximal den gewünscht haben, ja auch fast glücklich sein. So, ja, als Flügel, da könnten wir ja als auch theoretisch den hier nehmen, ne? Ne, den hier hätten wir noch oder halt eben den hier. Jetzt gucke ich gerade mal auf dem Bild, aber der hier ist tatsächlich der, der da verwendet wurde. Der ist zwar auch cool, aber der wurde tatsächlich verwendet, zumindest wenn ich das mal jetzt auf dem Originalbildchen angucke. Und ja, sehr cool. Dann lassen wir das gerade mal so, wie es ist. Und dann würde ich sagen, installieren. Machen wir. Und dann machen wir noch ein bisschen Feintuning und dann haben wir das Ding schon quasi ganz fix aufgebaut. Sehr schön, gefällt mir. Zurück. Und schwarzer Bildschirm. Da sind wir. Es sieht schon böse aus. Mein Pass würde jetzt in Motorsport natürlich besser reinpassen. Aber scheiß drauf, ja, wir sind im Horizon Festival, da darf man auch mal sowas fahren. Außerdem erinnert mich das so ein bisschen an das Let's Play von Forza Horizon 2. Da haben wir nämlich damals den M1 BMW, also den nicht den 1er M, sondern den M1, ja auch nach Pro-Car-Vorbild so ein bisschen aufgebaut. Und auch so ein bisschen, das war auch ganz cool. So, aber ein Turbo war das nicht damals, oder? Also das war doch damals kein Turbo, oder? Ja, nur kein Turbo drin. Würde mich jetzt zumindest wundern, wenn da ein Turbo drin gewesen wäre, Tunsen. Ah doch, 2 Liter Turbo 4 Zylinder in einer italienischen Tourenmeisterschaft und später dann auf dem V6. Da steht aber nichts mit Turbo. Ich weiß es nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Also, ne, man kann nicht immer alles wissen. Also, wenn das jemand da genauer weiß, wer sich da noch genauer auskennt mit der alten DTM oder ITC, was hatte der Alpha 155 für einen Motor? V6 ist klar, aber hatte der auch einen Turbo? Das würde mich mal interessieren. Ja, ich würde sagen, wir stellen erstmal so ein bisschen 0815 wieder ein. Wenn das Auto nicht sogar vielleicht durch das Tuning sowieso schon ein bisschen eingestellt wurde. Also, Reifendruck haben wir gelernt. Gerade mit Rennreifenmischung müssen wir sowieso niedriger gehen. Wir sind nicht auf einer Rennstrecke. Vielleicht zur Ergänzung nochmal zu dem Thema, was wir hier hatten mit unserem Kadett. Was ich da nicht erwähnt habe, zum Beispiel der Untergrundbelag ist auch sehr entscheidend. Das heißt, wenn wir jetzt ein Offroad-Fahrzeug hätten, müssten wir deutlich weniger Reifendruck fahren, weil gerade so auf Sand und unebenen Stellen fährt man weniger Reifendruck, weil man mehr Auflagefläche möchte, ja, dass man ein bisschen besser Vortrieb hat. Und je nach Rennstrecke macht es auch Sinn, wenn man es ein bisschen knackiger haben will, auch mit hohem Reifendruck zu fahren. Zum Beispiel, ich bin, wo ich also in Forza Motorsport 4, in einer Online-Liga gefahren bin, bin ich sogar mit sehr hohem Reifendruck immer gefahren. Aber das hatte auch was mit meinem Fahrstil zu tun, aber es hat gepasst mit den Reifentemperaturen und so weiter, weil die Rennreifen können schon ein bisschen mehr, ja, sag ich mal. Aber jetzt in Horizon macht es auf jeden Fall Sinn, mit etwas weniger zu fahren. Getriebe lassen wir einfach mal. Sturz, ja, ist okay. Das ist ein bisschen too much hier. Also man kann es auch übertreiben hier. Also, ja, bitte. So. Okay. Ja, ich würde sagen, ich lasse das mal so. Ja, okay, da machen wir es mal so. Wie es hier eigentlich grundlegend eingestellt ist, weil so falsch ist es jetzt gar nicht. Abtrieb hinten hat er vorne mehr, hinten weniger. Das passt eigentlich, würde ich sagen. Das passt auch. Also das ist eigentlich schon grundlegend gar nicht schlecht eingestellt. Gut, das ist mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Das ist, muss man jetzt nicht so übertreiben. Machen wir mal 55, sollte passen und verzögern. Ja, übertreiben jetzt. So, übernehmen wir einfach mal. Zack. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Aerodynamik auch dran. Ja, das heißt, in Kurven oder in schnellen Kurven sollten wir auch gut rumkommen. Ich meine, wir haben Allrad, ne? Das kommt auch noch dazu. Aber Allrad hatten sie doch damals auch nicht. Also der Calibra hatte Allrad. Aber der Alpha hatte doch kein... Hatte der Allrad? Ich weiß es wirklich nicht. Das Problem ist einfach, ich bin halt... Ich selber... Wissen ja vielleicht einige, ich bin ja ein Calibra gefahren. Ja, ich habe ihn noch. Ich habe noch meinen Calibra V6. Aber es ist trotzdem mein altes Fahrzeug, weil ein neues Fahrzeug mittlerweile dasteht. So, egal.
Auf jeden Fall bin ich halt ein bisschen Calibra verliebt. Und Calibra ist ja damals in der ITC gefahren, also in der International Touring Car Championship. Das, was ja quasi nach der DTM damals kam, nach der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft, wo eben dieses Teil auch mitgefahren ist. Und da bin ich ein bisschen verblendet vom Calibra. Und die Konkurrenz ist mir da so ein bisschen egal. Aber die haben doch kein Alra, oder? Na gut, okay, vielleicht schon. Ich weiß es gar nicht. Also wie gesagt, könnt ihr mir gerne... Wow, der driftet hier einfach mal rum. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil es mich selbst interessiert und vielleicht den einen oder anderen auch. Ich würde sagen, wir machen mal kurz aus. Ich will mal den Sound ein bisschen hören hier. Von innen sieht es halt noch serienmäßig aus, logischerweise. Ist jetzt kein Rennwagen. Das Ding hat schon gut Grip, ey. Also wie gesagt, das mit dem Turbo und mit dem Allrad, das würde ich ganz gern wissen. Also in der deutschen Meisterschaft hatten die auf keinen Fall Allrad, das kann ich mir nicht vorstellen. Und in der ITC wäre es möglich, aber muss nicht. Ja? Möglich, aber muss nicht. Wow, das war ein bisschen zu schnell. Hier rein. Das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Schönes altes Fahrzeugchen. So. Ja, und ich würde sagen, wir fahren mal Rennen, oder? Wir wollen mal ein bisschen Rennen fahren hier. Was haben wir denn hier noch nicht? Meisterschaften könnten wir eigentlich auch mal wieder machen. Das stimmt. Unentdeckte Strecke. Meisterschaft. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Müssen wir gerade mal gucken. Hier haben wir noch keine Meisterschaft. Hier. Ja, ich weiß, Meisterschaft zählt immer nur für das eine. Dann würde ich sagen, dann machen wir einfach mal. Ich will einfach mal die Route hier hin und dann machen wir einfach mal. Das war zu spät. Au. Er klebt schon gut am Asphalt, das muss man echt mal so sagen. Ja, war so gewollt. Ja. Jetzt können wir Musik wieder anmachen. Ja. Ne, der geht schon gut voran. Das muss man dem Fahrzeug echt mal hier lassen. Ich meine, topspeed-technisch sind wir natürlich nicht so stark aufgestellt. Allein durch die Aerodynamik, die dann halt ausbremst. Das ist ganz klar. Aber ja, der marschiert trotzdem ordentlich hier vorwärts. Also 2,90. Kann man nicht meckern. 300 kriegt er drauf, würde ich sagen, oder? 300 schafft er jetzt ein bisschen bergab. Jawohl. Kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Dauert zwar lang, bis das erreicht, aber kann man so stehen. Was wir jetzt aber machen können, ist dieses fucking Drecksschild da. Aber ich glaube, das schaffe ich mit dem Fahrzeug nicht. Da brauche ich nämlich ein Offroad-Fahrzeug. Das haben wir ja schon mal probiert. Muss man ja hier so... Oh ja, das, ich glaube, das, da haben wir jetzt eindeutig das falsche Fahrzeug. Da müssen wir so ein Offroad-Teil haben. Ich probiere es trotzdem mal. So, oh, ich springe schon komplett falsch. Ja, das. Nee, da brauchen wir irgend so ein Offroad-Teil, sonst wird das nix. So. Veranstaltung einrichten. Meisterschaft. Meisterschaft entwerfen. Ja, Retro Saloons ist es. Ja, das ist cool eigentlich. Da sind ein paar coole Fahrzeuge dabei. Ja, erst zwei Wand, M5, ne, alte M3, M5 hier. Ja. Ist nicht schlecht. Lotus Carlton, auch sehr geiles Teil. Und natürlich der Evo. Ja, ich habe ihn gesehen, keine Sorge. So, ja, das ist sehr cool. Das machen wir. Retro Saloons. Streckenauswahl. So, dann. Ne, dann machen wir hier. Rennen entfernen. Rennen entfernen. Dann machen wir. Ja, hier so. Wählen. Okay. Kann man schon mal machen, mal fair 4 Runden aktuell bestätigen. Kann man hier eigentlich auch.
Also das ist ja, ja, passt. Ja, warte mal, da ist da jetzt Wetter eingestellt worden? Ah ja, tatsächlich starker Regen. Nee, wir machen hier Sonnenuntergang. Kann ich da nicht? Achso, aktuell. Machen wir aktuell. Alles aktuell ist immer gut. Da mal auf 4 Runden. Zack. Oh, noch ein 4. Rennen, oder? Gibt es noch hier nochmal einen Rundkurs oder einen Sprint? Wir haben hier einfach nicht so viele Dinge im Yarra Valley. Wir sollten... Ach, lassen wir es mal bei den 3. Aber ich will nächste Folge weitermachen noch. Also machen wir noch mehr. Machen wir hier das noch. Ah, das ist das Drecksrennen, wo ich immer verkacke, ne? Ja gut, dann machen wir es. Man muss ein Rennen, darf man auch verkacken. So, dann machen wir noch ein 5. Ja, ich gebe es mir wieder richtig dreckig. Dann nehmen wir noch eins hier. So, zack, weiter. 4 Runden bestätigen. Weiter. So, Name ändern. Hoch lebe, leben die 90er. So. Juhu. Wird übernommen, Veranstaltung, Blaulaus erstellen, machen wir und wählen wir aus. Wenn du je davon geträumt hast, den alten Firmenwagen deines Vaters zu fahren, bist du bei der Retro-Limousinen-Meisterschaft goldrichtig. Ja, es ist. Aber es sind ja gar nicht alles Limousinen. M3 ist keine Limousine, es ist ein Coupé eigentlich. Und der Sierra ist eigentlich auch ein Coupé, aber ist okay. Ich weiß, dass Forza das alles zusammenwirft. Deswegen hast du es schon. Und ich habe ja, wenn man die Coupés dazu nimmt, dann würde ja der Calibra auch hier reinpassen. Und den bin ich ja dann schon gefahren. Also dem her, von dem Traum ist er eigentlich schon längst Wirklichkeit geworden. Weil der Calibra, ja, habe ich zwar schon mal erzählt, aber ist ja scheißegal. Ja, ist ja mein Vater früher gefahren, den habe ich ja dann übernommen. Ja. Aber ja, schöne alte gute Zeit. So, wir machen erstmal hier Foto. Foto, 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 Foto. Alter, da haben wir aber einiges noch nicht gehabt bei denen. So, was haben wir hinten noch? Nur in Anführungsstrichen den M635 CSI. Das ist halt auch ein geiles Teil, ne? Muss man mal so sagen. So, ja, wir sind hier, glaube ich, optisch sehr, sehr überlegen der Konkurrenz hier. Aber das passt schon. Boah, der Carlton ist halt auch ein geiles Teil. Der Opel Lotus Vauxhall Carlton. Omega. So, jetzt haben wir hier alle Dinger reingeschmissen. Ja, Topspeed-technisch ist jetzt halt so ein bisschen hier mühselig. Aber knackig ist er. Leckt mich am Arsch. Richtig spritzig. I like it. Also für das, dass das wirklich das so eine eingestelltes Tuning ist. Gut, ich habe jetzt hier und da ein bisschen was dran verändert, aber muss ich schon sagen, haben sie da schon sehr gut die Schrauben angedreht. Also man hat ja so ein bisschen, wenn man schon ein bisschen viel getunt hat in den Forza-Spielen, so ein Auge dafür, ob so ein Tuning Sinn macht oder nicht. Deswegen habe ich da gar nicht groß dran rumgepfuscht, weil das, was ich da gesehen habe, hat für mich Sinn gemacht. Gerade wenn man es als Rennwagen sieht, war das schon alles ganz gut so. Natürlich ist es halt vielleicht für diese Horizon-Strecken ein bisschen zu hart alles, aber das passt schon, ne? Das passt schon so. Und der macht schon echt gut Laune. Also der klebt hier wirklich auf dem Asphalt. Das würde ich mir halt immer noch wünschen. Das wünsche ich mir schon seit Forza Motorsport 3, dass man das Interieur ändern kann. Ja, ich meine, gut, man sieht den Überrollkäfig, der jetzt da drin ist. Aber halt, dass man wirklich auch so die Rennoptik hier innen drin machen kann. Ich meine, das, was man jetzt hier zum Beispiel hier mit dem Alpha machen kann, sowie auch mit dem Bentley Continental, das geht ja dort auch, dass man quasi das Rennbodykit dran klatscht. Das sowieso finde ich sowieso auch geil, dass das bei vielen Fahrzeugen jetzt geht. Auch wie hier, dass es dann auch aerodynamisch einstellbar ist. Ja? Also dass es nicht nur Optik ist, sondern auch wirklich tatsächlich was bringt, weil beim Bentley, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es geändert mittlerweile, aber beim Bentley war es halt so, war es eigentlich nur Optik so richtig. Also das, was es eigentlich in Wirklichkeit bringt, hat es nicht. Und
Ja, jetzt würde ich mir halt noch wünschen, dass man auch das Interieur einfach mal umbauen könnte, ja? So ein Motec hier reinklatschen und weiß ich was alles. So wie es eigentlich mal Need for Speed Shift mal vorgemacht hat, mit diesen Werksumbauten und so weiter. Das fand ich richtig geil. So, wenn sie sowas noch in Forza reinbringen würden, gerade dann, hier ist es jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber dann halt für Motorsport, ey, das würde ich so feiern. Das wäre echt nochmal, wo sich halt Forza, wie ich dann nochmal absetzen könnte von der ganzen Konkurrenz. Ich meine, allein durch das Tuning setzen sie sich, also gerade am Motorsport-Titel, sowieso ab von den anderen Motorsport-Titeln. Aber wenn sie sowas noch reinmachen würden, ey, das wäre... Ich meine, das ist ein mega Aufwand, das ist mir klar, das ist auch lizenztechnisch nochmal so eine Sache. Aber das sollte doch kein Thema sein, ey. Also mit ihrer Bekanntheit, mit ihrer Reichweite, mit ihren finanziellen Mitteln durch Microsoft als Publisher hinten dran, sollte das doch alles kein Problem sein. Ja, und dann würde ich sagen, der Gewinn war ganz, ganz easy hier durch den nassen Regenwald. Einfach mal durchgepowert. Gar kein Problem. Das machen wir ganz easy. So, setzen wir das Ganze fort. Kriegen ja dann auch wieder ein paar Fans. Ja, ganz paar coole Fans. Zack. Zack. Der 037 Randale, ja. Ich glaube, wir haben immer noch nicht gewonnen. Wir werden auch wieder nicht gewinnen, verdammt. Egal, Preis abholen. Fans! Oh, wir sind fast, wir können bald die nächste Erweiterung machen. Und da werden wir dann Sierra Valley, würde ich sagen, machen wir als nächstes. Hätte ich mal jetzt auch schon gesagt, das mal machen. So, ja, auf zum nächsten. Da haben wir, das müssen wir machen. Ich will die mir als echtes nicht entgehen lassen. So, ja, fahr mir erst, bock mich erstmal an. Ja, komm, fahr weiter. Jetzt fährt er zurück. Komm, husch, husch. Ja. Wieso war mir das jetzt klar, dass er das jetzt macht? Aber das ist die Rache, oder was? Schwer ist es. Ha, schwer ist mein, ne? Ja, der hat genauso viel LI eigentlich wie wir. Also von dem her, faires Duell. Juhu! Boah, ey, ich liebe das. Aerodynamik ist halt schon eine geile Scheiße, wenn man da so ganz schnell durch die Kurven ballern kann und das Auto einfach durch den Wind einfach so auf den Asphalt gepresst wird. Da ist es sogar scheißegal, dass hier alles nass ist. So geht's ab. Da müssen wir nicht mal abkürzen hier. Da können wir so die Strecke sogar so fahren, wie es... Okay, da können wir eh nicht abkürzen, das ist eine Leitplanke. Ich wollte da auch gar nicht. Ja. Habe ich nie gesagt, sowas. So, und hier abbiegen. Okay, ein bisschen geht es Offroad. Wir haben gewonnen. Jawohl, so sieht's aus. Sehr schön. Zack. Wir sind gerade auf einer Strecke, die sind wir noch gar nie gefahren. Da würde ich sagen, da fahren wir da auch mal lang. Wir müssen noch ein weiteres Kopf-an-Kopf-Ding jetzt hier. Dann schalten wir die nächsten Dinger frei. Da muss ich ja Lukas mal wieder anhauen. Also da wieder ein bisschen online, ein bisschen, ne? Die Fresse. Das war auch so gewollt. Ich wollte einfach mal zeigen, dass ein Allrad auch absolut hilft. Auch nach links und rechts beim Überschlagen. Nein, eigentlich nicht, aber haben wir ein bisschen scheiße gelabert, ne? So, Musik ist wieder, muss wieder laden. Groove-Musik läuft ja wieder super. Ja? Wurde angeblich ja gepatcht. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir. Ach komm, gehen wir da runter. Ne, wo müssen wir? Wir sind hier. Ja, gut, doch, machen wir hier. Ja, machen wir hier. Wobei die Zeit ist eigentlich vorbei, ne? Ne, wir fahren da jetzt noch hin. Und dann in der nächsten Folge machen wir dann genau da weiter. Ja, da geht's quasi genau da weiter. Also, wir müssen dann fast einen Tag warten. Ne, wir müssen einen Tag warten, ja. Gut, okay. Dank der Zeitblase muss ich es nicht, aber ihr halt leider. Ja, da kann man im Moment leider auch nicht dran ändern. Aber dann geht's auf jeden Fall mit dem Schätzelein weiter. Und ich denke, das ist auf jeden Fall cool. Ja, das ist schon geil. Also, das Tuning gebe ich mal frei, auch wenn es sehr, sehr an dem dran ist, was mir da schon. Was das Spiel uns da eigentlich vorgibt beim Umbau. Aber trotzdem, das gefällt mir schon sehr gut. Ich, gerade mal gucken. Was ich aber ganz gerne nochmal ändern werde, auch wenn ich es jetzt nicht getestet habe, das machte, glaube ich, gar nicht so viel Unsinn, dass sie das da so hoch hatten. Den vorderen Nachlauf, den ich euch irgendwann auch mal erklären werde. Naja, das hatte schon echt ganz Sinn gemacht. Das machen wir doch jetzt wieder rein. Und dann gebe ich euch das Tuning jetzt hier noch am Ende noch frei. Einstellung speichern. Zack. Und das Ganze nennen wir dann Das ist ich. TWIF DTM, oder? Machen wir so. DTM/ITZ.
Trennen wir das mit Leerzeilen, weil die Suche besser ist dadurch. Machen wir halt so. So, zack. Zack, zack, zack. Speichern. Drehen. Drehen. So, was machen wir hier? Rundstrecke ist gut und gute Allrounder teilen. Zack. Ja. Für die ganz Faulen unter euch. Da könnt ihr das direkt so übernehmen. So, ja, ansonsten an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen... Ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Ciao!